Schon der Anblick dieses Gerichts lässt einen das Wasser im Mund zusammenlaufen, daher auch der Name Koschehändchen. Es ist ein berühmtes Gericht aus Sichuan, das würzig, frisch und zart ist. Wasche zuerst die Hähnchenkeulen und entferne das überschüssige Unthautfett. Ich bevorzuge die Keulen, da dort das Fleisch zarter und schmackhafter ist. Es können auch andere Teile oder ein ganzes Hähnchen für dieses Gericht verwendet werden. Gieße ca. 1 Liter Wasser in einen Topf, füge den Ingwer, die Sichuan-Pfefferkörner und den Kochwein hinzu und bring es zum Kochen. Dann die Hähnchenkeulen rein. Koch zunächst 5 Minuten lang bei starker Hitze. Hitze aus und lass das Ganze 12 Minuten lang einwirken. Dann sollte man einfach die Hähnchenkeulen direkt testen. Nimm dazu ein Stäbchen oder einen Bambusspieß und steche damit in den dicksten Bereich. Wenn da kein Blut austritt, sind die Hähnchenkeulen durch. Hierbei muss man unbedingt darauf achten, dass die Hähnchenkeulen nicht zu lang gekocht sind und dadurch zäh werden. Wir versuchen hier genau den optimalen Punkt zu treffen, wo das Fleisch gerade durch geworden ist. Bereite ein größeres Gefäß vor und kippe kaltes Wasser hinein. Wenn du Eiswürfel zu Hause hast, hau etwas davon ins Wasser. Die Hähnchenkeulen raus und sofort ins kalte Wasser legen, damit das Hähnchenfleisch und die Haut sich zusammenziehen und dadurch nicht nur zart, aber auch ein schön festes Mundgefühl bekommen. Gieße die Brühe vom Kochen des Hähnchens nicht weg. Daraus machen wir die Soße später und sie könnte auch zum Beispiel zum Kochen von Nudelsuppe verwendet werden. Nach 8 Minuten das Hähnchen herausfischen, trocknen, querschneiden und auf einen Teller beiseite stellen. Als nächstes bereiten wir die Soße zu. Zuerst Ingwer und Knoblauch zerkleinern und in einen Steinmörser zerreiben. Wenn du keinen Steinmörser hast, könnte man einfach das Zeug kleinstmöglich schneiden. Dann in eine Schüssel geben, mit Salz, Zucker, Sojasauce, Essig, Hühnerbrühe und Sesampaste gut umrühren. Alternativ könnte man Erdnussbutter verwenden, wenn du keine Sesampaste hast. Dann gleichmäßig über das Hähnchen gießen. Füge das Chiliöl vom letzten Video und das Sichuan-Pfefferpulver hinzu. Zum Schluss mit gehackten Lauchzwiebeln bestreuen. So ist ein leckeres, köstliches Koschehähnchen fertig. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Folge meinem Rezept und test es doch mal aus. Wenn es dir gefallen hat, bitte kurz Däumchen hoch und abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.